weil wir von hier aus hier rüber zum neuen Hut springen können. Ich habe aus Versehen ein Ding, Vogel in der Luft gefangen, ja moin. Hey Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Little Kitty Big City. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir sehr viel erlebt. Wir müssen Blinky sammeln und bei der Krähe Sachen kaufen zu können. Der Tanuki da drüben will Federn, um irgendeine Erfindung zu bauen. Und ich habe da drüben gerade einen Blinky gesehen. Wir haben sehr viel zu tun. Das Spiel macht richtig Bock. Also schaut auf jeden Fall in der letzten Folge vorbei. Und ich habe da drüben gerade noch einen... Nein, ich habe verkackt. Da drüben ist noch gerade ein Blinky. So, nochmal ganz sorgfältig hier über die Planken gehen. Ah, ich habe übrigens wieder den Bananenhut aufgesetzt. Yes, jetzt habe ich's. Zack. Noch ein Blinky mehr. Ist da in dem Rohr sonst was? Nee. Da drüben ist der Tanuki. Der will noch eine Feder mehr. Müssen wir schauen. Danke für den Bagel. Sie ist ziemlich mad. Hier sind Vögel gerade am... Legen wir den Bagel hier schon hin. Und verstecken uns da im Busch drin. Schon. Yes. Noch eine Feder mehr, drei Stück. Der eine hat mich bemerkt, der andere aber noch nicht. Komm schon. Yes. Noch eine Feder mehr. Nicht den hier. So. Ist noch gerade einer gelandet. Komm schon! Yes! Erwischt! Noch eine Feder mehr. Komm schon, die beiden erwischen wir auch noch. Nee, sie haben gerade den Bagel zu Ende gegessen. So, dann gehen wir kurz zum Tanuki zurück, weil der wollte drei Federn. Ups. Oh, wie aufregend. Gib sie mir. Oh, wo sind meine Manieren? Bitte gib sie mir. Klar. Vielen Dank. Jetzt möchtest du eine coole Erfindung sehen, die die Raumzeit krümmt? Bestaune die Magie der magischen Ingenieurskunst. Tolles Portal, was? Rate mal, wohin es führt. In die Kanalisation? Nicht mehr. Diese grelle, wirbelnde, leuchtende Leuchten sind nicht bloß Kanalisationsdämpfe. Es ist Magie. Und das bedeutet, dass es jetzt Teil des Petwork-TM ist. Meinst du Netzwerk? Meine ich nicht. Es ist ein Netzwerk, aber es ist für dich ein Haustier. Wo führt das hin? Also, es ist nur ein Beweis, dass es funktioniert. Also führt es eigentlich nur darüber. Aber
Es führt an diesen Zaun vorbei, daher solltest du deine Bewunderung nicht zurückhalten. Spring rein! Sagt er sonst noch was? Spring in das Portal! Und gib mir Bescheid, ob es funktioniert! Moment, was? Tada! Ich hab Tada gesagt! Ist das mein Stichwort? Hey, wo bist du? Naja, es ist völlig dunkel und riecht aufregend. Hört sich das nach einem Ort an? Völlig dunkel? Oh je, ich schaue mal in meinem Feedback-Fragebogen nach. Okay, mal sehen. Frage 1. Ist die Versuchsperson im Besitz einiger Augäpfel? Versuchsperson, hast du das noch gar nicht getestet? Hey, wir machen erst meinen Fragebogen. War das ein Ja oder ein Nein bei den Augäpfeln? Ja? Ah, hervorragend. Frage 2. Ist die Versuchsperson im Besitz aller erforderlichen Gliedmaßen? Das ist das Versuchspersonwort. Mir scheint, die Versuchsperson wird langsam unkooperativ. Warum bewegst du dich nicht etwas und wir sehen, ob das die Frage nach den Gliedmaßen beantwortet? Aha, ich bin im Müllheimer gelandet. Wo bin ich? Oh, du bist im Müllheimer gelandet. Warum hast du das nicht früher gesagt? Im Müllheimer? Deshalb war mir der Geruch so vertraut. Das ist sehr aufregend. Es bedeutet, dass das Patchwork-TM funktioniert. Ich muss nur noch das Ankunftssystem ein bisschen verfeinern. Wenn du damit fertig bist, steige ich ein und komme zurück. Zurückkommen? Zurückkommen, verstehst du? Die Rückreise? Die Rück was? Der Teil, bei dem ich zum ersten Portal zurückkehre, Tanuki? Faszinierend, ja, ich verstehe, weshalb das nützlich sein kann. Vor allem, wo du jetzt auf der anderen Seite eines unüberwindbaren Zauns bist und so. Na gut, ich mache mich an die Arbeit für die Rückreise. Und du kannst dich etwas umschauen. Was glaubst du, wie lange es dauern wird? Meiner Erfahrung nach gibt es weniger Beschwerden, wenn ich keine Fristen vereinbare. Ich melde mich, wenn die Verbesserung des Versuchs per meine Laborhilfe erfordern. Tschüss! Ja, moin, okay. Aber nice. Also, wir hatten geglaubt, dass wir nicht irgendwie geplatzt sind oder so. Und Blinky. Ah, wir können hier einfach raus. Ups, ich wollte hier eigentlich hoch. Ah, okay, da oben ist nichts drin. Ein Birdie. So, dann holen wir uns nochmal eine Feder. Weil die braucht man sicher nicht nur für das. Oh, hier ist ein Bauarbeiter. Das ist hier auf der Seite. Ich kann hier irgendwie hoch. Mal kurz schauen. Oder? Nee. Ah, von der anderen Seite. Entschuldigt mich, Leute, ich komme gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich kann mit einer komplett verstopften Nase nicht moderieren. Das ist das Problem. So, oben habe ich gerade noch so eine Kapsel gesehen. Ja, da hinten. Mal kurz zuerst auf die Baustelle, weil hier scheint es noch weiter zu gehen. Ah, okay, Bauarbeiter wird mad. Komm hoch! Ah, okay, er hat mich verloren.
Okay, was ist das für ein Sack? Keine Ahnung. Steht etwas auf Japanisch drauf, das ich nicht lesen kann? Er fragt sich so richtig. Ups, ich will eigentlich hochspringen. Das Radio ist gerade abgestürzt. Oh, ein Käfer. Oh nein, oh nein, oh nein. Geht's dir gut? Sehe ich so aus, als ginge es mir gut? Tut mir echt leid, ich wollte nicht ausrasten. Ist schon okay, ist etwas passiert? Ich habe einen großen Fehler gemacht. Groß, riesig. Lol. Würde es dir helfen, darüber zu reden? Es ist ganz bestimmt nicht so schlimm, wie es aussieht. Vielleicht, aber es scheint mir viel zu groß, als dass mir so ein kleines Kätzchen helfen könnte. Ich meine, was Fehler angeht, ist das sogar noch größer als die große Hashtag Shadowban-Katastrophe von 2021. Die was, wie, wer, von wann? Denn wie soll ich ohne ein funktionierendes Handy ein effektives Social Media Coffee Takeover betreiben? Was? Warum benutzt du beim Sprechen ein Tic-Tac-Toe-Raster? Aha, ich meine das Hashtag. Meinst du dir? Ist das Hashtag so eine Hashtag Art, Hashtag, Zauberspruch, Hashtag? Irgendwie schon, aber du brauchst nicht so viel davon, lol. Also eher Hashtag so? Genau, man nennt sie übrigens Hashtags. Man nutzt sie, um seinen Content mit verschiedenen Online-Bereichen zu verknüpfen. Das klingt nach Zauberei. Kann ich diese Bereiche mal sehen? Nicht ohne mein Handy und mein Handy sieht derzeit leider so aus. Oh. Mein Mensch hat auch so eins, aber das ist nicht so klebrig. Das ist meins in der Regel auch nicht, aber das ist in nassen Beton gefallen, lol. Was bedeutet lol? Oh, das bedeutet einfach laut lachen. Aber du hast doch gar nicht gelacht, du warst traurig. Ja, aber wenn ich traurig bin und lol sage, merkt niemand, dass ich traurig bin. Das war zumindest der Plan, lol. Lololololo. Ganz genau. Und du bist sauber, weil du das Handy-Dings fallen gelassen hast? Ja, aber ich brauche es für die Arbeit. Taffy wird mich ganz sicher feuern, wenn ich es nicht repariere, lol. Wer ist Taffy? Sie ist sozusagen mein Boss. Oder wie... Sie wäre es, wenn sie mich bezahlen würde. Sie ist eine Ikone, ein Phänomen, ein Albtraum. Ich glaube, die Pelzwoche nannte sie die flauschigste Milliardärin im Internet. Ein flauschiger Albtraum? Moment mal, ist Taffy eine Katze? Taffy ist die Katze, lol. Das da oben ist sie. Ah, okay. Oh, ich kenne sie. Ich sehe sie immer im Handy-Dingsbums von meinem Menschen. Sie hat das coolste Haus und die besten Outfits und das flauschigste Fell. Die Outfits suche ich aus und ich style ihr Fell. Ich suchte hier gerade nach Inspiration, als mir das Handy hier runterfiel. Kein Handy bedeutet kein Internet. Kein Internet bedeutet keinen neuer Taffy-Content für ihre Fans, lol. Das ist furchtbar. Wir müssen das in Ordnung bringen. Lass mich nachdenken. Ich weiß. Ich besorge dir ein neues Handy. Kannst du das? Ich denke schon. Die Menschen haben alle mindestens ein Handy-Dingsbums. Also leihen wir uns einfach eins. Sie lieben Taffy, also werden sie gerne helfen. Warte hier, Beetle. Ich bin gleich mit deinem Handy zurück, lol. LMAO, danke. Okay, wir brauchen ein neues Handy für Beetle. Ein glasvoller Ding.
Kann ich von hier rüberspringen? Geht das? Hallo, Herr Bauarbeiter. Das hat nicht ganz geklappt. Oh, er wird mad. Okay, wir müssen ein neues Handy für Beetle finden. Okay, und hier ist ein Doggo. Aber ich gehe jetzt mal hier hoch. Weil wir von hier aus hier rüber zum neuen Hut springen können. Ich habe aus Versehen ein Ding, Vogel in der Luft gefangen. Ja, mein. Mein Hut! Schutzhelm! Hallo, hier kommt der kleine pelzige Sicherheitsbeauftragte. Darf ich deine Snacks untersuchen? Wo ist der? Hier ist der. Eine Katze mit Bau. Oh mein Gott, der sieht so nice aus, der Bauarbeiterhut. Den feiere ich. Aber ist eigentlich irgendwie auch ein bisschen logisch gewesen, dass der kommt. Wenn wir hier im Ding sind. Im Bauarbeiterbereich. Komm schon. Weil dann springen wir hier hoch. Und hier rüber. Oh, hier ist ein Blinky im Nest. Jetzt wird's klebrig. Okay, ein Auftrag. Hätte ich eigentlich gerne noch nachgelesen. Jetzt wird klebrig. Zerstöre alle alten Vogelnester. Alle Tiere, 100 Gegenstände kaputt, 200 Blinkies, 10 Mülleimer. 20 Vögel, die Fußballtore, bringen 20 Menschen ins Stolpern, sammle alle Mützen, mach es dir in 5 Popkartons gemütlich. Und dann haben wir noch ein paar mehr Aufträge. Genau. Hallo Hundi. Okay, du bist auch mad. Okay, der will, glaube ich, was zu essen. Wir können hier auf die Toilette, what? Okay. Okay, hier kommen wir nicht weiter, weil der Doggo im Weg steht. Aber wir brauchen irgendwas zu essen für den Doggo. Ich kann die ziehen für Ding. Für Blinkies. Hallo, ich möchte deinen ziehen. Ah, okay, so hat es auch geklappt. Okay, ich muss irgendwie durch die Baustelle. Au. Warte, ich kann hier unten durchkriechen. Oh, noch ein Blinky. Ah, hier ist der Knochen. Wir haben einen Knochen gefunden. Perfekt. Hey, Doggo. Ein Knochenjob. Noch ein Hut. Nice. Maishaube. Naschkatze war gestern. Hier kommt die Maiskatze. Maismieze. Wo ist denn der Maismiezenhut? Hier. Ich will aber den Bauarbeiter, der ist nice. Oh, hier ist noch eine Mülltonne. Noch eine kurze Mülltonneninspektion, dann ist leider schon für heute die Folge zu Ende. Ok,
Okay, noch ein Becher. Okay, ich hätte gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge von Little Kitty Big City wieder. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Schaut gerne meinen anderen Projekten vorbei. Sorry, dass die heutige Folge ein bisschen später kam. Ich kam heute erst dazu, die Folge aufzunehmen. Und ja, ich hatte heute noch ein bisschen anderes Zeugs vor, darum kommt die Folge heute ein bisschen später. Sorry! Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal.